Zack, unser nächsten Video hier auf dem Kanal. Ist das herrlich. Willkommen zurück zu FIFA 16 Ultimate Team. Wow. Es ist über 6 Wochen her, dass ich das letzte Mal FIFA gespielt habe. Ich glaube, es sind jetzt 46 Tage oder sowas. Und heute, das erste Mal wieder, sitze ich vor meiner Xbox. Ich habe keine Ahnung mehr, wie das Ganze hier aussieht und nichts. Aber ich habe richtig Bock. Und es gibt zum Abschluss von FIFA 16 nochmal Ultimate Team. Es gibt natürlich noch Karrieremodi, keine Sorge. Aber das ist das erste Video, was ich aufnehme. Ich habe noch nicht gespielt. Und ich möchte eine Runde 7 Minutes kurz machen. Und da mal ausprobieren, wie das nach 6 Wochen so aussieht. Beziehungsweise nach über 40 Tagen. Wenn man, obwohl man normalerweise jeden Tag FIFA spielt, das erste Mal seit Ewigkeiten wieder an der Konsole sitzt. Ich bin gespannt. Ich hoffe, euch gefällt es. Wenn ihr alles auf jeden Fall einen Daumen nach oben. Das ist so ungewohnt für mich hier zu kommentieren. Ich bin das gar nicht mehr gewohnt. Ich bin gestern Abend angekommen. So gegen 23:30 hier bei mir zu Hause. Und ja, jetzt ist es gerade 9 Uhr morgens. Ich habe bis 7 gepennt. Und es wird ein sehr, sehr anstrengender, sehr, sehr produktiver Tag aber auch. Es gibt einige Sachen, die neu sind, die ich jetzt gerade nicht hier oben habe. Neue Kamera ist da beispielsweise. Und ich habe Bock. Dieses Zimmer hier, dieses Setup, werdet ihr übrigens nicht mehr so oft sehen. Ich werde mein Zimmer nämlich komplett umstellen. Aber das sind alles Sachen, die passieren in der Zukunft. Jetzt konzentrieren wir uns aufs Hier und Jetzt. Und das ist auch herrlich genug. Wenn es euch gefällt, lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben. Da würde ich mich tierisch drüber freuen für das erste Ultimate Team Video seit Ewigkeiten. Ich glaube, das kann man auf jeden Fall mal machen, oder? Das kriegt da hin. Vielleicht packen wir ja mal für die letzte Episode, die 25. quasi auch eine Jubiläumsepisode der 7 Minutes Squads, nochmal 1000 Likes. Hier packen wir, hier sehen wir gerade das Century Link Field. Wow, es ist sowas von ungewohnt. Ich werde wahrscheinlich verkacken bis zum geht nicht mehr. Videobeschreibung, Links zu IGBot für die letzten Coins. Dazu, ja, die ganzen Social Media Links. FIFA 17 könnt ihr euch da vorbestellen. Würde ich mich auch drüber freuen, wenn ihr da vorbeischauen würdet. Und ja, ich würde sagen, ich habe mir zwei Spieler rausgesucht, mit denen ich hier das letzte Squad machen möchte. Und zwar mein Lieblingstorwart in FIFA Ultimate Team, den ich bereits seit 2015, seit dem 26.10. habe. Ron-Robert Zieler und dazu Yevgen Konoplyanka, ebenfalls 26.10.2015. 56 Spiele, sind nicht so viele, aber das sind so meine beiden Lieblingsspieler dieses Jahr. Kareshma war mir ein bisschen zu schwach, ehrlich gesagt, aber um die möchte ich jetzt einen Squad bauen. Ich habe mir die Formation ausgewählt, weil das meine Lieblingsformation in Realität ist. Das ist ja das, was Real spielt, mit den zwei vorgezogenen Nachteilen, mit dem Sechser, mit Casemiro momentan. Bin gespannt, 7 Minuten wie immer Zeit. Ich kann das alles gar nicht mehr, Freunde. Es tut mir leid, dass es jetzt gerade ein bisschen länger dauert, aber ich muss mich hier erstmal wieder reinfuchsen. Das ist für so einen alten Mann, ich bin ja mittlerweile auch 20, hatte ja Geburtstag, das ist alles nicht mehr so einfach, aber vielleicht kriegen wir es ja ganz gut hin. Ich würde sagen, wir starten einfach mal durch und legen los in 3, 2, 1 und go. 7 Minuten Zeit, ich bin gespannt. Konoplyanka ja mittlerweile bei Schalke, Zieler bei Leicester, das heißt, das alles hat sich auch ein bisschen geändert. Ich habe aber noch 26.000 Münzen, also muss ein bisschen sparen. Aber wir fangen mal mit Marcelo, glaube ich, als Innenverteidiger. Es ist echt, also, heute Marcelo, ich habe den, glaube ich, auch im Verein. Das ist echt sowas von ungewohnt. Was mache ich denn hier? Guck mal, ich kann gar nichts mehr. Das ist unglaublich. Ich werde übrigens die Videos werden sich allgemein ändern. Es wird ein bisschen mehr gecuttet werden und so weiter und so fort. Macht euch da gar keine Gedanken, die werden nicht alle mehr so trocken und langweilig sein, beziehungsweise die 7 Minutes Squads werden sich natürlich kaum verändern, aber ich glaube, ihr werdet einiges Cooles auf euch zukommen haben. So, Marcelo, mit dir habe ich auch schon Ewigkeit nicht mehr gespielt. Ist ja logisch, ich habe seit Ewigkeiten allgemein nicht mehr gespielt. Gut, als nächsten brasilianischen Innenverteidiger, wir wollen ja ein bisschen verlinken und da gehen wir am besten mal ja, einfach auf die grobe Suche, beziehungsweise erstmal verlinken wir jetzt Konoplyanka und ich habe keine Ahnung, was bei Sevilla so rumrennt. Weil es sind ja auch alles Transfers passiert und so weiter und so fort, ja auch in FIFA. Und ich hab doch allgemein keine Ahnung. Kiyotaki gibt es auf jeden Fall, wa? Das müsste ja normalerweise auch irgendeinen Stürmer geben. Gamairo ist ja weg, wer ist denn jetzt da? Ben Yedder, ach, das gibt's ja nicht. Vietto, oh, also Vietto ist auch cool. Vietto, glaube ich, nehme ich tatsächlich, weil der mit den höchsten Abschluss hat. Von allen Non-Rares im Spiel, ich glaube 86 oder sowas. Schon krass. Haben wir in Argentinien, okay. Wie machen wir da jetzt weiter? Oh, ich hab doch gar keine Ahnung mehr. Ich kann das doch alles gar nicht mehr. Rechter Flügel Argentinien, was haben wir da? Die Turbe, ja. Morales. Die Maria. Kostet auch nichts mehr. Die Turbe von Bournemouth. Das wird doch passen, oder? Oh, nehmen wir die Maria. Die Maria, komm. Klatsch schon mal ein bisschen Geld raus. Zentrales Mittelfeld Argentinien, boah. Banega hätte ich ja jetzt gesagt, aber der spielt ja bei Sevilla. Von daher ist es mit dem eher ein bisschen schlecht. Wobei, nee, der ist doch gewechselt, der ist doch jetzt bei Inter, das heißt, man könnte ihn ja doch nehmen. Hei, ja, Inter Mailand.
Eva Banega, da haben wir noch. Nehmen wir gleich mal mit 1000 Münzen mit, würde ich sagen. Ja. Halleluja. Alles Transfers, die für mich noch ganz neu sind. Könnt ihr mal sehen. Wen haben wir denn? Wir haben noch den Pitbull. Ja, den Pitbull hier bei, wie heißen sie denn bei Inter? Den Kollegen Melo. Mal sagen, stellen wir mal. Stellen wir den auf 6 oder stellen wir den? Ne, komm, wir machen das anders. Was gibt's denn bei Inter noch so? An ZMs? Keine Ahnung. Ich weiß sogar, ob die einen Linksverteidiger haben. Ach, Guarin, ja, den nehmen wir doch, der ist doch gut. Linksverteidiger, ich bin echt keine wandelnde Datenbank mehr, es ist alles weg. Ach ja, Erkin, der ist ja mittlerweile schon wieder weg. Ansaldi, Mensch, das ist ja, nehmen wir mal Erkin, warum nicht? Chana, komm her. Sechser Serie A Brasilianer. Ach, kommt das überhaupt hin mit Neulings? Ist doch auch egal. Ist doch auch egal. Serie A, Sechser Brasilien. Alan von Napoli. Melo, dich kenne ich ja. Alan, Jamban. Perfekt. So. Ist noch ein Innenverteidiger aus Brasilien von irgendwoher. Am besten aus der Liga oder aus der Barclays Premier League. Ja, Brasilien sollte man schon einstellen. Gibt's David Luiz schon? Ja, gibt es. Aber der kostet noch zu viel. Gabriel. Ja, doch, Gabriel kann man eigentlich nehmen. Und dann nehmen wir rechts Hector Bellerin. Und dann sind wir fertig. Das ging schnell eigentlich. Und das sieht auch ganz gut aus, denke ich mal. Ja, nicht Innenverteidiger, schon klar. Immer noch teuer. Ja, das lief doch gut. Also, weiß nicht, muss man sich, glaube ich, gar nicht beschweren. 4 Minuten. Das ist doch ordentlich. Ja, ich würde sagen, ich baue das mal ganz kurz. 1 Sekunde. Da sind wir wieder. So, das sieht doch gut aus, oder nicht? Also ich finde das hübsch. Kann man sich absolut nicht beschweren. Alle Spieler auf voller Chemie und so weiter und so fort. Denke ich mal. Warum haben wir nur 99? Wer fehlt hier? Konoplyanka hat 7. Warum haben wir Konoplyanka 7? Ach, weil ich den falschen Vietto habe. Ja gut, okay. Das muss ich noch kurz ändern. Aber dann sind wir gleich wieder da. Und dann starten wir ins Spiel rein. Und wechseln vorher mal kurz den Trainer. Auf was wechseln wir? Auf was können wir wechseln? Serie A. Was haben wir denn an Serie A hier so? Das ist alles so ungewohnt. Hier, Serbien. Ach komm, nehmen wir Allegri, das passt schon. Aber ein starkes Mittelfeld. So, Gegnersuche, bis gleich. Ich habe mich umentschieden. Ich mache vorher nochmal ein Pack auf, weil das habe ich schon so lange nicht mehr gemacht. Ne, 25k kann ich mir nicht leisten, aber 7,5 kann ich mir leisten. Ist doch übrigens geil. 7 Nationen, 5 Ligen. Ich laufe gleich so Höchstform auf. Dazu alle 5 Top-Ligen drin. Und hier als Spieler ziehen wir ach Mensch, Belhanda, den gibt's ja noch. Hier, den habe ich noch gar nicht. Muss ich auch mal ausprobieren. Habe ich noch nicht gemacht, weil habe ich gar nicht mitbekommen, dass es den gibt. Es gibt noch ein Spielerset. Was ist ein Spielerset? Seit wann kann man das denn machen? Ach, der Taff hat ein schönes Trikot. Da alles neu hier für mich. Ich kenne hier gar nichts mehr. Ich kann mir sogar noch eins leisten, theoretisch. Aber wir machen ja noch das Spielerset auf. 2 Spieler, einer davon selten. Habe ich noch nie gesehen. Noch nie, wirklich nicht. Und ich spiele schon länger FIFA 16, also habe jetzt länger nicht gespielt, aber, oh, Mensch, wer ist das denn jetzt hier? Gonalon, ja schön, 82er Rating, kann man machen, Capon, Discard, okay, alles klar. Ja, cool, gut, jetzt aber Gegnersuche. Und wie sie das gehört, natürlich in Liga 1, ist ja ganz klar. Das ging ganz schnell in den klassischen Newcastle-Trikots gegen, alles klar, Futti Buffon, Team of the Season Basali, Inform Kedira, Inform Dybala, Team of the Season Hamsik und Recordbreaker Higuain, dazu Pogba, Dani Alves, Juve. Im Endeffekt Juve, Chiellini, Alessandro Marchisio. Das wird einfach, würde ich sagen. Oh, ist das schön, Freunde. Ich werde so verkacken. Ich kann nichts mehr. Ich schwöre, ich kann nichts mehr. Gar nichts. Null. Nada. So, ersten Eckball haben wir uns schon mal rausgespielt. Das ging ja schon mal ganz gut. Ja, Zieler, du schießt garantiert nicht die Ecken. Das macht schön Freddy Guarin. Ja. Einfach mal rein, das Gerät. Keine Ahnung, wie das hier funktioniert. Das sieht aber gut aus. Ah, nee. Zum Tor führt es nicht. Aber jetzt aufpassen, dass wir den Konter nicht kassieren. Ah, schön. Ein Freistoß aus 37 Metern ist ja kein Ding für... Ach so, das ist Alan. Ich dachte, das wäre Guarin. Verdammt. Ja, das war ein bisschen blöd. Aber übereilig war ich ja schon immer. So, und jetzt aufpassen, dass Alessandro hier nicht zum Konter bläst. Macht er aber. Scheiße. Erste gefährliche Situation und Erkin der Bulle. Nee. Och Mensch. Und dann so ein Gegentor. Ja, das sind wir ja gewohnt aus FIFA, ne? Das ist ja jetzt nichts Neues, aber... Das hätte jetzt echt nicht sein müssen. Aber das ist halt so typisch. Das habe ich auch echt nicht vermisst.
haben den Ball schon sicher und dann läuft er in seinen eigenen Gegenspieler rein. Und Higuain kriegt perfekt den Ball zurück. Naja. Oh, direkt gefällt beim Anstoß. Auch das natürlich herausragend gut. Ah, aber jetzt hat Di Maria den Ball zurück. Ich bin hier, das ist so ungewohnt, Leute. Ich kann auch gar nicht mehr skillen oder irgendwas. Einfach nur stupide nach vorne rennen. Vielleicht funktioniert es ja. Bellerin ist ja schnell. Das ist ja bekannt. Aber Alexandro ist halt körperstark, ja. Es wird mal Zeit für einen Torschuss. Das habe ich bisher noch nicht auf die Kette bekommen. Und ich glaube, das wird auch heute nichts mehr. Wenn ich das hier so sehe. Oh, guckt euch den Kram an. Das ist ja horrifying. Di Maria, das sieht gut aus. Di Maria, erster Torschuss, beziehungsweise erster Schuss zumindest mal. War das jetzt Vietto? Ne, das war Khedira, der ihn abgefälscht hat. Und Zieler will wieder die Ecke schießen. Das lassen wir natürlich wieder nicht zu. Kommentieren wir das mal mit. Er steht natürlich jetzt scheiße. Holen wir den mal ran. Vielleicht funktioniert das, ja. Alan, kann der Ecken? Kann der flanken? Keine Ahnung. Oh, Marcelo! Irgendwer! Ach Mensch, warum hat er denn da nicht geköpft gerade? Ich hab doch schießen gedrückt. Uiuiui! Pogba mit dem Longshot und Zieler ist da. Ach ja, Longshots, die vermisse ich auch, aber ich weiß nicht, ob ich überhaupt noch jemals wieder einen hinbekomme. Ich freue mich so auf FIFA 17, weil da schaut ich wieder rein und dann bis dahin geht das wieder. Jetzt macht er hier irgendeine Eckentaktik. Ja, dann führ doch auch mal aus, mein Freund. Ja, kurz gespielt, klasse. Oh, auf den zweiten Pfosten, hat nicht funktioniert und jetzt Kontersituation. Luciano Vietto, das muss man so lispelnd aussprechen. Schön mit dem Roulette-Spin machen wir nochmal, funktioniert. Und jetzt rüber auf Yevgen Konoplyanka, der mit dem Bärbar-Spin und dann ist Basali da. Schade. So, wieder mal Freistoß aus einer guten Distanz. Eine gute für Guarin hoffentlich. Keine Ahnung. Habe ich lange nicht mehr gemacht. Sieht aber gut aus und Buffon ist da. Ja, ein bisschen zu weit nach links. Schade. Wisst ihr, was machen wir jetzt mit Zieler? Auf Risiko. Und Eva Banega, das sah gut aus. Und da ist Marcelo. Oh. Seit wann kann der denn schießen? Das gibt's ja gar nicht. So, Halbzeit. Ich bin sogar überlegen. Ja, ich führe nur nicht. Aber ich schlage mich, finde ich, für meine erste Runde FIFA seit 6 Wochen gar nicht so schlecht, oder? Schreibt mal in die Kommentare, was ihr so denkt. Schön von Banega. Schön von Banega. Ausgleichstreffer. Jawohl, mein erstes Tor. Ja, yeah. Durch Eva Banega. Ein meiner Lieblingsszene auf jeden Fall in diesem Spiel dieses Jahr. Schön mit dem Roulette. Bin dann mal Alexandro vorbei, dann fast noch den Ball verloren, aber... Hält sich auf den Bein und ballert den rein. Ah, Ausgleich, perfekt. So muss das laufen. Danke, Eva, für dieses Tor. Danke, Pogba, für diesen 2:1-Treffer direkt nach dem Anstoß. Wieder sieht Marcelo da nicht gut aus, ne? Beim 1:0 war er ja quasi der, der in den Hack von den Erkin gelaufen ist. Und hier, das habe ich gerochen, dass der Pass kommt. Ja, aber wieder so ein dummes Gegentor. Also, habe ich drauf, immer noch. Ne? Kann man nichts gegen sagen. War aber auch schlecht verteidigt, muss ich auch dazu auf meine Kappe nehmen. Och Mensch, ey, Marcelo ist echt schlecht. Kriege ich da nicht mal automatisch angewählt, aber jetzt haben wir die... Boah, wieder direkt der Fehlpass. Das ist ja wie 96 letztes Jahr. Also letzte Saison, ui. Ja, Ermahnung, reicht auch. Der ist jung, der muss auch lernen. Schöne Parade von Zieler. Oh, Bellerin, da rennt er fast in, ich weiß nicht wen rein, Chiellini ist es. Und der kann verteidigen, das heißt, das ist gefährlich, gegen den in Zweikampf zu gehen, weil da siehst du meistens nicht gut aus. Schön rausgespielt und jetzt Di Maria mit ordentlich Tempo. Schneller als Hamsik müsste er sein, obwohl es die Team-of-the-Season-Karte ist. Kann man ja nicht verleugnen, die Flanke flach und mit rechts, aber Ecke. Naja, immerhin. Und wir wechseln einmal aus. Ich habe nämlich von Vietto nichts gesehen, deswegen kommt jetzt Lukas Podolski vorne rein und vielleicht ballert der mir auch noch zum Sieg mit seinem wuchtigen Linken. Ich bin gespannt. Marcelo, das wäre es natürlich jetzt gewesen, wenn ausgerechnet er das Tor gemacht hätte, der quasi mit beide Tore auf seiner Kappe hatte. Aber macht er nicht. Und jetzt der Flick, pass auf, wir verarschen die Baller. Oh! Das war niemals so geplant. Was? Abseits, oh. Di Maria und Podolski, oh! Den kannst du besser, das weiß ich. Und Konoplyanka, der hat ein bisschen Platz, aber nicht mehr die Energie. Für Hamsik dürfte es aber noch reichen. Ja, tut es auch. Flache Flanke. Immerhin nochmal ein Eckball. Wir sind in der 80. Vielleicht jetzt. Di Maria wird die reinbringen. Und da steht wer. Und er stand vor Buffon, aber das hat nichts gebracht. Nochmal Ecke. Konoplyanka. Och, Menschenskinders. Das ist mir auch nicht vergönnt. Aber klar, bei der Defensive... Ist auch schwer, ein Tor zu erzielen. Das ist ja gar keine Frage. Flanke auf Alan kommt nicht an, aber da ist Bellerin. Wie gesagt, Longshots kann ich nicht mehr. Sieht man da auch. Aber Banega. Und der kann Longshots, das weiß ich. Nur kann ich sie noch. Ich darf sie nicht ausprobieren. Banega. Ah. Schade.
keine Bewegung in unserem Offensivspiel und ich will nicht den Ball einfach, ja, blöd reinspielen, wollte ich sagen. Ja, und dann mache ich sowas. Das ist absolut, jau, das läuft. Herrlich. Oh, ist noch drin. Ach, Madame muss an der Eckfahne. Na gut, von mir aus. Wenn sie meint. Wie lange will der hier eigentlich beim Einwurf stehen? Das sind jetzt schon locker gefühlte 10 Minuten. Oh, und dann verliere ich den Ball an der Eckfahne. Also, FIFA gönnt es mir auch nicht. Schlicht und ergreifend. Jetzt nimm dem scheiß Dybala doch mal den Ball weg, Mensch. Das kannst du doch ernst meinen. So, totaler Angriff. Guckt euch das an. Ach, Mensch, das ist doch... Du spielst Liga 1, Junge. Was ist denn mit dir? Was bist denn du für eine Muschi, Alter? Und dann läuft die Maria mit dem Ball ins Aus. Also, richtig hart ärgerlich. Und guck mal, was das... Zeit. Das ist... Ja, und damit endet das Spiel. 2-1 für meinen Gegner, nicht verdient, das kann man definitiv sagen, aber ist in Ordnung für mein erstes Spiel gegen so ein Team. Am Ende ein bisschen auf Zeit gespielt, davor war er echt ein guter Gegner, kann man nichts gegen sagen. Niederlage ist jetzt nicht so schlimm, finde ich. Oder was sagt ihr? Hauptsache es macht Spaß und Hauptsache man spielt einigermaßen vernünftig. Das war's von dieser Episode. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Wenn ja, lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben. Da würde ich mich drüber freuen. Morgen oder später heute noch kommt Karrieremodus. Das muss ich gucken, wie ich das zeitlich hinbekomme. Aber ihr könnt auf jeden Fall in den nächsten Tagen auf einige Videos wieder von Ultimate Team und Karrieremodus freuen. Und ich würde sagen, das war's dann. Wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Wünsche euch an dieser Stelle noch einen herrlichen Tag. Macht's gut. Bis dann. Haut rein. Wir waren klar besser. Und ciao.